Für mich stehen die Menschen im Vordergrund. Der Mensch im Mittelpunkt. Und hinter diesen Kunstwerken, die wir hier sehen von Julian Kohl, steckt auch ein ganz besonderer Mensch. Diese Ausstellung jetzt im Speziellen, die habe ich eigentlich mit dem Gedanken im Hinterkopf gemalt, was würde ich gerne in meinem Haus aufhängen. Habe da die Eindrücke der letzten Jahre zusammengesammelt und habe da sozusagen eine Quintessenz daraus gemacht, dass diese Ausstellung. Stolz auf Julian. Zum einen freut es mich, dass so viele Leute hierher gekommen sind, um sich seine Arbeiten anzuschauen. Und für mich ist das immer besonders spannend, weil ich auch den ganzen Arbeitsprozess im Vorhinein mitbekomme. Und dann am Ende, wie die Bilder entstehen. Und jetzt hängen sie hier, werden wunderschön präsentiert. Und ich freue mich sehr für ihn und bin irrsinnig stolz. Von anderen Ausstellungen und ich bin beeindruckt, wie er sich weiterentwickelt hat und vor allen Dingen bin ich sehr froh, dass er in München jetzt auch eine Dependance gefunden hat, da er ja in der Vergangenheit ausschließlich in Österreich vertreten war. Sensationell aus meiner Sicht der Dinge, weil man riecht die frische Farbe noch, das heißt, es ist nichts aus dem Keller. Ich kannte den Künstler vorher nicht. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Er hat für mich Bilder, die voller Leben sind und ich bin sehr begeistert. Die Bilder sehr ausdrucksstark, farbenfroh, fröhlich, gute Laune. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. Ich war immer überzeugt, dass er seinen Weg machen wird. Aber dass es ihm in Deutschland gelingt und in einer pulsierenden Metropole wie in München, das bin ich überwältigt. Naja, es ist ja keine Galerie, es ist ja ein Kunstsalon. Und in diesem Kunstsalon wollen wir ein Wohlgefühl vermitteln, dass sich jeder hier wohl fühlt und nicht so steril wie in einer Galerie oder in einem Museum. Sondern das hier ist ein Ort der Begegnung, der Kommunikation, des sich Treffen auf ein Glas Wein oder auf ein Kaffee. Ja, es ist eine sehr schöne Gelegenheit, bei einer tollen Eröffnung und einer so schönen Galerie, gute Lage in München, auszustellen. Abgesehen davon kenne ich Dirk Gronsbein doch schon länger jetzt und da ist eine Art Freundschaft entstanden und er hat einen sehr interessanten Zugang zu meiner Arbeit. Deswegen stelle ich hier aus. Ja. Die Leute sind angenehm, es ist eine nette Atmosphäre. Es ist wirklich schön, hier zu sein. Die Räumlichkeiten sind sehr außergewöhnlich, denn die Galerien in München schauen ja alle ähnlich aus. Insofern hat Jack Gronsbein mit der neuen Galerie mit Sicherheit ein neues Experiment gewagt. Und ich wünsche ihm sehr viel Glück und Erfolg, vor allen Dingen für seine künstlerische Zukunft. Also ich muss sagen, beeindruckend schön, auch in der Nebenstraße von der Maximilianstraße, wirklich auch nochmal Kunst hierher zu holen. Ich glaube, es war früher ein Second-Hand-Laden. Die haben alles richtig gemacht. Jeder ist willkommen zu jeder Zeit. Hier wollen wir miteinander plaudern. Hier wollen wir kommunizieren. Ein Ort der Begegnung.